Uhu! Hi! Hallo! Oh Gott! Nessie, blind, ich bin blind! Nessie? Nessie, ja. Nessie ist hübscher. So, Ninny, Threepwood, zu viel Monkey Island gespielt. Kakenmaff. So, dann haben wir hier Leichtmatrose im Jahr Hasenfuß. Und Bianca Beastmaster. Rekrutieren. Ja. So, und den Moment, einer fehlt noch. Genau. Be the Wrecking Ball. Okay, das macht mir jetzt Angst. Du bleibst draußen. Was? Nee, du nicht. Ich werde mich rächen, fürchte dich. Coole Namen, gefällt mir. Aber ihr habt viel zu schöne Charaktere gemacht. Nein, das ist genau richtig. Das ist der Ausgleich für deinen. Meinst du? Man braucht sieben schöne Charaktere, um einen hässlichen auszugleichen. Nehme ich jetzt den oberen Teil da, oder was? Was nimmst Personally du? Accept was? Invitation to Company? Personally Accept, ja. Genau. Ihr habt ja noch nichts irgendwie, was ihr irgendwo gebaut habt, ansonsten müsstet ihr... Ja, nur Lagerfeuer. Nee. Ich habe aber Merch geklickt, also eigentlich müsstet ihr die auch zusammengeführt haben. Ja, ansonsten Lagerfeuer. Ja. Scheiß drauf. Gut. Dann würde ich euch empfehlen, ihr geht rüber zu Xar, weil dort wartet Ausrüstung auf euch. Loot! Weißt du, wo Xar ist, ist Loot. Ich dachte wohl, ich bin jetzt kein Loot mehr. Sehr gut, und damit sind wir, naja, theoretisch zu 8. Hippo kämpft noch immer. Ne, ich bin wieder da. Ist wieder da, cool. Oh, die Flasche mitnehmen, so bleibt. Da die Liter, ne? Oder? Ja, willst du so kurz rüber paddeln? Es fällt mir jetzt erst auf, wie dieser Bauch da sich auf dem Steuerrad ablegt. Ach du Scheiße. Aber dann kippt er wenigstens nicht mehr vorne um. Kann er oben mal ablegen, weißt du? Das ist ganz praktisch. Der kippt weder nach vorne noch nach hinten. Ja, nach hinten nicht den, halt, ne? Aber du bist da festgewachsen, oder? Ich glaube auch, das ist. So eine auch, Wackelmoje, ist, weißt du? Ich bin eine Einheit mit dem Schiff. Das ist wie. Wie beim Geisterschiff in Flucht der Karibik. Berühren meine Arme auch nicht das Ruder? Das ist auch eine gute Frage. Tun sie nicht. Fantastisch. T-Rex steuert das Schiff. Die hören auf halbem Weg auf. Ein Traum. Also, Schiff grün voraus. Also, Hippo steuert nur mit seinen Gedanken. Ja. Schiff tatsächlich voraus. Ich sehe nichts. Ich sehe nur eine Uschi. Direkt vor uns. Ja, direkt vor uns. Oh, und auch noch gelb. Ich drehe nach links. Ach, das. Ja, das ist gut. Der dreht nämlich. Ja, dann sollten wir vorbei. So müsste es eigentlich passen. Ich will jetzt auch nicht zu weit nach links stehen. Ja, das hat auch schon umgedreht. Also, das wäre das noch ein Sack. Aber das ist gar nicht gelb, oder? Ist das gelb? Doch, das ist gelb. Ja, okay. Das ist Operation, das versteckt euch hinter der Uschi. Links ist auch, aber es ist weit weg. Ja, die Uschi macht's wieder. Soja, halb Schaluppe, halb Koja. Die Segel ein bisschen reinholen. Achtung, links, ich hab schon ein grünes. Ja, ich weiß. Aber ich glaube, da passiert nichts. Könntest du jetzt wieder ein bisschen nach rechts korrigieren? Naja, muss ich wahrscheinlich. Müssen wir wieder ein bisschen nach Süd fahren mehr, ne? Ein bisschen mehr Südkurs müssen wir. Nee, das ist noch da. Das ist nur aus meinem Sichtbereich. Ja, das verschwindet immer mal und taucht wieder auf. Was ist genau an der Grenze? Was sagt denn die Map? Oh Gott, da sind wir auch noch ein gutes Stück weg von wo wir hin müssen. Ein bisschen mehr Süd noch. Ja, so sollte das ungefähr hinkommen. Warum ist die Niveau auf einmal so schnell? Ja, die waren ja hinter uns eine Weile und dann haben sie wahrscheinlich mal kurz die Segel ganz geöffnet, damit sie aufholen. Schätze ich. Mhm. Korrekt. Wo ist eigentlich die Musik, Nini? Ich habe ja eine sehr aufmerksame Crew, die macht das ganz alleine, ich muss gar nicht sagen. Rechts, Kiste, Xa, Kiste, Xa, rechts. Ja, gesehen. Ich konnte noch keinen Links bauen, kann noch kein Akkordeon. Wie, du kannst noch kein Akkordeon bauen? Schiff voraus. Ich dachte, du spawnst mit einem Akkordeon. Nee, aber ich habe bisher jedes Lied jetzt auf schwer schon geschafft, also.
Seht ihr die Insel da vorne? Das ist unser Ziel. Mhm. Alter, das ist am Bullshit hier. Echt ein Ritt auf eurer Rasierklinge, was wir hier jetzt gerade machen, oder? Aber was willst du machen? Hilft ja nichts. Alter. Hallo! Komm, wir können anstoßen mit denen. Kann ja mal mit der Muskete rüberschießen. Lass das. Achso, die Insel hier vor uns, ist das? Ist die richtig? Denke ich mal. Wenn's Schiff, noch ein Schiff, noch ein Schiff. Alter, wir sind hier schon wieder los. No, vielleicht müsste die Segel wieder drehen. Ich drehe jetzt wieder in Richtung Insel. So, ich muss nochmal abgleichen mit der Mappe. Ja, rotes Schiff. Nee, das ist grün, aber das. Was? Da links. Da so. Vorne. Ein rot-grünes Schiff. Ja, das sehe ich ja. Das sehe ich ja. Nein, das ist hinten echt rot. Das ist hinten rot. Das hat gerade den Turbo gezündet, weißt du? Ja. Das ist deshalb mal rot. Das dreht. So, ja, muss. Coach ist halt nervös. Cool. Ich hab keine Kanonen an Bord hier. Ja, du hast aber doch die Muskete, hast du doch gerade gesagt. Ja, das hat letztes Mal auch nicht gewirkt. Das ist ja noch ein Piraten, ein Geisterschiff da vorne. So. Pass auf, du bist jetzt nicht gerade irgendwo im Menü, oder? Doch, bin ich. Ja, dann komm raus da. Hier ist nämlich wieder ein Schiff. Wo denn? Ja, da links. Coach ist echt nervös. Hier kommt du mal das Steuer so lang. Dann gehe ich ins Menü und schaue mir die Karten an. Damit wir wissen, auf welchen Teil der Insel wir müssen. Das ist schwierig. Ich würde sagen, wir müssen nach... Ja. Oh, zu einer anderen Insel. Oh, das ist... ja. Gott, oh nein, Gott, oh Moment. Gott, oh 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 Gott. Coach wird wieder nervös. Ne, die hab ich. Okay, wir müssen an die Nordseite von der Insel. Jetzt nimm mal das Ding, jetzt kümmer du dich mal um die Segel, wenn, ne? Nicht jetzt rumhampeln muss. Dann müssen wir an die Nordseite. Segel, Alter! Ja, Moment! Das sind uns! Also, Moment, jetzt habe ich sie gerade geschlossen, die Segel. Ich soll sie rausfahren, gell? Sekunde. Rotatieren. Oh, da kommt eine Uschi direkt. Du weißt schon, dass wir Gegenwind haben? Ich schaue hier gerade. Ja, jetzt kann ich. So, jetzt kann ich wieder. Ja, wir haben vollen Gegenwind. Wo soll ich dann die Segel hindrehen? Ja, eben habe ich in den Wind noch gedreht, aber. Oh, jetzt. Oh Gott, Alter. Kann ich jetzt wieder nach der Karte gucken? Nein, du bleibst jetzt zu lange als scheiß Geisterschiff, wieso er hier ist. Fahr die Nordseite der Insel an. Fahr die Nordseite der Insel an und ja, genau, auch das ist Nordseite. Also Nordseite, einmal Nordost und einmal Nordwest der Insel müssen wir. Sehr schön. Wir drehen wieder. Man könnte mal die Segel voll rausholen, damit wir die wieder einholen. Ich sehe die schon sinken, weil Koya in die Karten schaut und Coach einen Herzinfall bekommt. Ja, kann alles passieren. Haben wir eine Schaufel dabei? Ja, bei der Niveau ist eine Schaufel in. Wir haben zwei bei. Dann ist er gut. Helsen sehe ich, keine Angst. Es ist wieder Nebel. Es ist nicht wahr. Oh, Nebel, jetzt nehmen wir aber Fahrt auf, Alter. Ja, mach die Segel mal weg. Hört. Schauen, ob wir hier ankern können. Jawohl. Jupp. Sehr gut. Können wir mal gucken. Müsste eigentlich, wenn ich jetzt hier nach Süden da rein ins Land. Das müsste eigentlich gehen.
Ja, ich glaube auch nicht, dass wir hochklettern müssen. Jungs und Mädels, wir stehen. Hm. Denkt ihr an die Schaufeln? Ich hab eine in der Tasche. Sehr gut. Nicht mal mehr mein Säbel dabei. Wo habe ich denn meine ganze Ausrüstung hingetan? Wahrscheinlich irgendwo in den Schrank geschmissen. Eigenartig. Aber einen Eimer habe ich dafür. Ja, das ist Das ist hier die Origami-Insel. Hier wollte ich auch genau gerade sagen. Das bietet sich an. Das ist die Origami-Insel. Ja. Hier ist übrigens jetzt. Irgendwas ist hier, glaube ich, schief gelaufen. Wir haben jetzt ganz viel Salted Meat in den Säcken, aber kein Salz mehr. Dann habt ihr rohes Fleisch reingetan, ne? Rohes Fleisch wird immer zu Salted Meat, wenn du es reinmachst mit Salz. Hattet ihr da so viel Rot? Da war doch kein rohes Fleisch drin, oder? Doch, war lange. Da war rohes Fleisch. Das Lagerfeuer und Geschichte. Und das verbraucht dann so schnell das ganze Salz? Ja, das wird relativ schnell zu Salted Meat. Ich hab's oder. Das ist reichlich dämlich, aber ich pack mal ein bisschen Salz von rechts nach links. Ich hab schon. Vielleicht findet man ja Salz hier oder so. Wir können ja auch die Augen mal aufmachen. Ja, das ist, glaube ich, noch genug, was wir drin haben. Ja, aber trotzdem können wir es gebrauchen, weil ich glaube, auf unserer Insel gibt es keins, ne? Nee, Salz gibt es nicht. Ja, von daher, also das wäre durchaus eine Ressource, wo man auch Augen aufhalten sollten. So, also wenn ihr zu mir kommt... Gibt kein Salz, seid ihr da sicher? Oh, ich glaube, ich bin schon wieder zu viel sicher, ja. Wo ist denn meine schlaue Liste? Hier ist meine schlaue Liste. Ja, in der Tat, kein Salz. Na dann, nach Süden. Ja. Wo ist denn Süden? Das ist so doof. Der letzte macht die Tür zu. Achso, cool, warte, die sind noch nicht alle da. Da ist Süden. Cool, ja, warte. Ja, ihr findet mich schon, na Süden. So, ja. Die Erddunkel denn hier in den Grünen finden? Die Origami-Insel discovered. Sehr schön. Bin mir nicht so ganz sicher, ob wir wirklich Koja fallen sollten. Vertraut mir. Vertraut mir. Immer eine blöde Idee, aber wir haben keine Wahl. Vertraut mir. Ach nee, nicht an. Schau auf die Alze. Nein. Alles wird gut. Ich bin im Dschungel, also ist hier Anton. So ganz klar. Oh, Honig. Honig? Honig ist immer gut. Jo, Honig. Ja, Honig können wir nachher mitnehmen. Ja. Tum. Lassen wir Koja noch ein bisschen weiter vorlaufen? Ich finde ja. Ja. Gute Idee. Bin da mit. Warum, wieso? Dann die Damned. Dann fressen sie dich als erstes. Dazu muss ich erstmal diesen verdammten Schatz finden, ne? Ich sehe nämlich leider noch keinen, noch keinen Strahl hier. Das könnte auch sein, dass das im Nebel zusätzlich nochmal eingeschränkt ist. Die sicher verfluchte Nebel. Ah, da ist. Für Nebel denn? Bei mir ist Nebel. Ja, ganz leicht, ja, aber. Natürlich. So, ich sehe den Strahl. Ja, ich bin begeistert. Er sieht folgen Sie mir. Eine Schlange links. Wo? Links hier. Eine Rüttelschlange. Ja, viel Spaß. Wo ist er? Da. Hm? Hallo! Nein, nicht beißen! Ich hab daneben geschossen. Ich bin gespannt, wie wir hier hochkommen. Gar nicht. Ah, noch eine Rüttelschlange. Übrigens ist hier ganz schön heiß. Yep. Ja, wenn einer eine Idee hat, wie man hier diese. Oder? Ja, hier, oder? Hier. Hier scheint es zu gehen. Muss ich nur den roten Strahl wiederfinden. Der ist gerade. Ah, da hinten ums Eck noch. Das ist noch ein ganz gutes Stück, das ist noch hinterm Wasserfall. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Salz findet man auf jeder Insel. Einfach mit der Schaufel am Strand buddeln. Ach, was? Echt jetzt? Oh, oh. Weiß nicht, ob die Idee so gut ist, aber hier müssen wir lang. Und bei euch ist hier kein Nebel. Ein bisschen. Nein. Nein. Jetzt vom Wasserfall, ja. Okay. Müssen wir hier runter? Ja, ich hab ein Problem. Also der Strahl ist da oben. Wo? Ich weiß jetzt.
Ihr seht doch diese wunderbare... Hängebrücke da, dieses Ding? Ja, genau. Und von der Hängebrücke zu uns, oh, schräg runter, mitten auf dieser Felsfläche ist der Strahl. Jetzt weiß ich nicht, ob das heißt, da oben der, ist das Ding, oder weil hier unten leuchtet es auch ein bisschen rot. Wo kommen wir da runter? Ja, unten. Dass hier unten eventuell was aufploppt gleich. Aber auch da müssten wir ein Stückchen... Oder warte mal, da hinten ums Eck, da könnte noch was... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob wir da... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist hier, hier ist rot. Aber da müssten jetzt eigentlich die Viecher spawnen. Naja, wenn wir hier runterspringen, werden wir wenigstens sterben. Wie war das denn? Spawnen die sofort oder erst, wenn man buddelt? Nee, wenn wir in der Nähe spawnen, kommen. Die spawnen, wenn wir in die Nähe kommen. Also hier müssen wir hoch. Wie seid ihr da hochgekommen? Links hoch geht's, ja. Links. Okay. Ja, also hier eigentlich. Also dann fürchte ich, ist es doch über uns. Dann, Gott sei Dank. Dann würde ich sagen, Houston, wir haben ein Problem. Dann würde ich sagen, tolles Spiel. Schatzkartensuche macht immer wieder Spaß. Aber du hast auch noch eine Karte von dieser Mapfe, oder? Ja, habe ich noch, aber die ist auf der Ostseite. Wir sind jetzt auf der Westseite. Boah, das sieht aber geil aus hier. Ja, also... Ja, kannst du geil eine Base hinbauen. Das sieht echt scharf aus. Ein bisschen aus. Weit immer zu den Ressourcen, aber ansonsten. Ja, aber. Ein bisschen. Wobei die Wasserfallgeräusche einem irgendwann bestimmt auch ganz schön nach dem Weg sind. Ja. Mhm. Ja, kacke. Es hat keiner Kletterhaken dabei, schätze ich mal, ne? Doch. Doch, aber ich habe zwei Kletterhaken und einen Enterhaken. Aber wo willst aber du denn da hochklettern? Du da nicht hoch. Ja, ich wollte sagen, wo willst du da jetzt hoch? Na ja, okay. Aber dann schauen wir mal. Geht das hier Richtung Osten? Ja, das geht Richtung Osten. Ich verliere gerade konstant Leben und ich weiß nicht warum. Das ist heiß. Ja, ich auch. Ja. Auch. Das ist heiß, ne? Ja. Weil es heiß ist. Ich habe nur noch 40. Ja, sonst müsste ich. Wir sollten ins Wasser springen. Und die Rüstung ablegen eben. Ja. Lass uns mal in das Wasser da runter springen. Das wird gleich so. Das wird gleich so wehtun. Ah! Ich kletter lieber ein Stückchen. Überlebt man das? Ich hab's. Ich lebe! Ich lebe! Tiger. Tiger? Oh, Tiger! Direkt zu einem Tiger ins Wasser gesprungen. Ich kann voll. Ich mit Tiger, du. Okay, der ist hops. Oh, schau. Hat jemand Fleisch dabei? Nein. Ja. Nee, nope. Fleisch ist gerade leer. Achso, man hätte auch nicht runterspringen müssen, nicht bringt. Ja, weiß nicht. Hab ist, Fleisch dabei. Ist mindestens gebratenes, ja. Das wäre gut, wenn ich da mal einen Happen kriegen könnte. Zur Not hätte ich noch einen aus dem Wasser. Eieieiei, Badespaß mit T-Shirt. Ich muss mich erstmal regenerieren etwas. Ja. Dankeschön. Ja, die Hälfte war neben. Übrigens kann man hier seine Trinkflaschen auffüllen. Ah, sehr gut. Ja, das einzige Problem, was ich nicht habe. Ja, die Frage ist wieder zurück hier oder wo? Nee, nach Osten laufen jetzt und dann kommen wir hoffentlich zur nächsten Schatzkarte. Also der Strahl könnte auch ganz oben sein im Übrigen. Der geht nämlich oben, sehe ich jetzt von hier, geht er auch nochmal durch diese ganz oberen Felsen. Also ja. der geht durch alles durch und ganz oben ehrlich, auf der Säule könnte es auch drauf sein. Du kannst direkt die Schatzkarte nehmen und wegschmeißen. Ja, mach ich das auch. Eigentlich ja, weil was soll der Scheiß? So, dann irritiert es auch nicht mehr. Ja. So, und dann haben wir jetzt noch diese hier. Ich schaue mir das jetzt nochmal an. Ja, genau, das ist ganz im Osten. Dann müssen wir wieder an den Strand zurück nach Nordost. Aber das schaffen wir schon. Ja, das ist doch schön, oder? So eine erfolgreiche Schatzsuche. Das ist super. Sauer. Im Grunde genommen kenne ich es nicht anders. Es läuft wie immer bei uns. Ja. Wie geschnitten Brot. Hm. Ja, ich dachte jetzt hier, weißt du, vier Neulinge bringen uns irgendwie da mal ein bisschen Glück und hier Professionalität mit rein, aber nee. Jetzt würdest du nur uns die Schuld geben. Ihr könnt du euch hast mal ein bisschen die Schatzkarte, nicht wir. Ja, aber ihr könnt euch mal ein bisschen anstrengen in Sachen Glücksbringer und so. Ja? Wir sind alles Glücksbringer. Hallo? Ach so. Wir sind nicht gestorben, also. Das stimmt, das ist auch schon mal. Das ist Fortschritt. Und das Schiff ist nicht gesunken.
Noch nicht. Danke, Hippo. Das sehr gerne. Gut. Ich weiß. Was, jetzt kommen wir zurück und dann haben diese grünen Chip auf dem Dämpfer. Ja, alles zu Klump geschossen. Ja, richtig, genau. Ja, hat noch so ein fieses Lachen. Und noch so ein leichtes Glühwein. Und auch das würde mich nicht wundern. Aber dann haben wir doch eine schöne Insel und können hier neu anfangen, hä? Und die anderen denken, Wir wären bei B2, aber nein. Ha! Haben wir alle reingefunden. Elumphanten. Echt, Elumphanten? Level 14. Level 14 Elumphant? Ja. War frei. Wollen wir den CM? Ich hab's nicht so dabei. Fragst, nein. Genau, wenn du mich so fragst. Das sind sogar zwei. Wenn du mich so fragst, kenn ich. Das ist ein Traum, dass wir hier Nebel haben wieder. Zu den Elefanten mal rüberschwimmen. Wir müssen jetzt so langsam nach Norden einschlagen. Aber den Felsen umgehen wir noch westlich. Ja, wenn wir jetzt hier einen Elefanten sehen, bis wir den dann beim Schiff haben. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir den überhaupt noch mit zurückkriegen mit so vielen Leuten. Ja, ja. Dafür haben wir ja den Schoner, die Schaluppe. Ja, trotzdem. Den Schaluponer. Ja, wenn der jetzt Paar 20 wäre, hätte ich gesagt, den kann man nicht stehen lassen, aber... Was ist hier? Graphit. Wo ist das Schiff denn? Ich war mal kurz weg. Auch das Schiff, dem geht's gut. Vermutlich. Jetzt ist mir kalt. Ja, so, jo. Musst du wieder an. Der arme Mörder. Elefant. Mörder. Aber echt. Ach, im Mörder, alles EP. Okay, das stimmt. Schön ist ja die Insel, das muss man dir ja lassen, ne? Ja, Hippo. Ich höre es selber, ich möchte mich nicht umdrehen. Was denn? Habt ihr einen Tiger oder was? Ah, nee, das sieht doch Elefant aus. Auch der Hilfe, der geht, oder? Das Elefantet gar sehr. Sanu, schieß! Ja, ich dann doch schon. Ach, das ist der 14er gewesen, okay. Haben wir denn hier irgendwelche schönen Ressourcen? Nö, ne? Her ist nichts aufgefallen. Nur außer den, so den Honig am Anfang. Oh, ich kann Musik. Weil ich hier mit der Ameise rum. Ja, okay. Weißt du, da hinten die prügeln sich mit Elefanten und Coach Ameisen, ne? Das ist klar. Ja, ich wollte da jetzt keinen Schuss für verschwenden. Weißt du Bescheid? Geh doch sterben. Elumphant Level 1. So, jetzt lassen Sie mal ganz kurz gucken. Ja, jetzt müssen wir nach Norden von hier. Haben wir den Dings ja umgangen, diesen Felsen? Auf die Kuh! Alle los, auf die Kuh! Nee, die ist zu hart. Die kriegen wir nicht klein. Ihr seid doch gerade schon jemand auf die Kuh geschossen, ich hab das doch gesehen. War ich nicht. Irgendwo hier Mann, hoch. Mann, ich wollte XP! Da. Da kommt man hoch? Nee. Nein. Kommt man nicht hoch, dann gehen wir außen rum. Wie immer. Da unten läuft sie, die Kuh. Wer hat mir den Kill geklaut? Ich weiß auch nicht. Die Waffe ist losgegangen. Der Chat hat gerade beschlossen, dass Coach die Kuh zähmen muss und dann über die Brücke bringen muss. Ohne Rückenschlange. Ich hab einen Pfeil im Arm. Nee, im Arsch. Ach, egal. Du bist mir voll in den Pfeil gelaufen. Nee, bei dir, das ist doch bei dir alles gleich. Der Arsch geht doch zum Kopf direkt über. Ja, ja. Gesicht Arsch, Hose Arsch, alles Arsch. Ne? Das ist bei dem Charakter auf jeden Fall Programm. Ein Gieraffe. Ah.